Level 102. Unsicher, ungesichert, niedrige Entitätenanzahl, Überlebensschwierigkeitsklasse 3. Level 102 hat das Aussehen einer Reihe von labyrinthischen Korridoren, die den Fluren eines Einkaufszentrums ähneln. Diese Korridore sind mit geschlossenen Geschäften gefüllt, obwohl sie in der Regel ziemlich lange Flure finden können, die auf etwa 100 Meter bis 10 Kilometer Entfernung gelegt sind. Eine dieser Korridore befinden sich zwei Türen, die mit männlich und weiblich gekennzeichnet sind, die mit einer verblassten, bemalten Silhouette an jeder Tür. Innerhalb dieser Tür befindet sich ein typisches öffentliches Badezimmer, obwohl Vorräte gefunden werden können, darunter Mandelwasser, Messer und Zeitschriften. Diese Räume haben in der Regel schwaches Licht, das von einer unbekannten Quelle emittiert wird, und haben Schimmel an den Wänden, so nicht um vor längere Zeit in diesem Badezimmer zu bleiben. Spiegel können in diesen Bädern gefunden werden, und es wurde berichtet, dass es beim Blick an den Spiegel ein verzerrtes Bild von sich selbst erzeugt und sogar dazu führen kann, dass Kreaturen hinter dem Motiv erscheinen und sich erst dann manifestieren, wenn das Subjekt aufhört, in den Spiegel zu schauen. Gelegentlich kann man eine offene Lade mit den Worten Happy Zone in großen weißen Buchstaben über dem Eingang finden. Der Laden ist teilweise leer mit Ausnahme eines etwas faulen Holztisches und einem Metallfach, in dem sich Flaschen von Mandelwasser und Taschenlampen befinden. Während der gesamten Levels finden Sie Geschäfte aller Art. Einige von ihnen haben nicht identifizierte Markennamen. In diesem Level finden Sie Smilers, Skinstealers, Stalkers und Hounds. Sie können manchmal auch das Lachen unbekannter Herkunft hören. Dies scheint von kleinen Mädchen zu kommen. Sie können auch fast unverständliches Murmeln von einem erwachsenen Mann hören. Diese Geräusche zusammen mit der Reihe von metallischen Wasserhahnen scheinen aus geschlossenen Geschäften zu kommen. Überall ist es möglich, eine Metalltür zu finden, die zu einem Raum voller Tische, Stühle, Kerzen, zerrissenen Papieren, die auf dem Boden verstreut sind, und auf dem Boden und den Wänden verstreute menschliche Fleischstücke mit einem faulen Geruch führen. Wenn Sie einen längeren Zeitraum diesen Geruch ausgesetzt sind, können Sie Übelkeit, Erbrechen und Ohnmacht verursachen. In einigen seltenen Fällen sogar Halluzinationen von animierten Körpern. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass diese Halluzinationen auftreten, wenn das Subjekt ohnmächtig wird und nach dem Aufwachen diese Halluzinationen für einen längeren Zeitraum erlebt. Aufgezeichnet von 1 bis 12 Stunden, nachdem er den bestimmten Raum verlassen hat. Wenn Sie weiter durch Level 102 reisen, ist es möglich, eine große Fläche voller verstreuter statische und Züle zu finden. In der Mitte des Gebietes gibt es einen Metallzaun, der ein Loch umgibt, das nirgendwo hin zu führen scheint. Kein Entdecker konnte aus dem besagten Raum zurückkehren. Die Existenz eines Wesens, das das Loch bewohnt, wurde aufgrund einer Reihe von Grunzen und Knurren, die aus dem Loch gehört werden, theorisiert. Auf dem Tisch, die sich in diesem Bereich befinden, finden Sie leere Tassen, Plastikteller und Pizzaschachteln. Diese sind in der Regel leer. Manchmal können Sie Pizza in gutem Zustand in den Kisten finden. Obwohl der Verzehr von besagten Lebensmitteln aufgrund des Vorhandenseins von Käfern wie Kakerlaken, Maden und Fliegen nicht empfohlen wird. Der 102 ist erheblich dunkel, es fehlt an Fenstern. Und obwohl von Zeit zu Zeit Deckenleuchten präsentiert werden, wird empfohlen, eine Lichtquelle mitzubringen, um den Ort im Detail zu erkunden. Es wird nicht empfohlen, für längere Zeit auf diesem Level zu bleiben. Es sind keine Basen und Außenposten in diesem Level. Es wurde kürzlich entdeckt, dass das Betreten einer rustikalen Holztür im 102. Stock von Level 13 Sie auf dieses Level bringen kann. Um das Level zu verlassen, suchen Sie nach einer grauen Treppe, die nach unten führt. Dies bringt Sie zu Level 103. Das Betreten einer Kanalisation auf diesem Level führt zu Level 41. Es ist auch möglich, durch die Wände zu gehen, um Level 103 zu erreichen, aber es ist keine garantierte Möglichkeit, sie zu erreichen.